Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alter. What's fuck? Ich habe mich gerade eingeloggt. Lol. Ja, ich glaube, das war's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daisy, unser Krüppelcharakter, der nicht mehr gehen kann. Versucht jetzt hier vor einem Zombie wegzukriechen. Ich denke mal, das war's. Ich bin übrigens gerade frisch gespawnt und ich bin quasi direkt neben einem Zombie gespawnt. Also nicht direkt neben einem Zombie, aber schon, naja, in seiner Reichweite. Der hat mich quasi direkt gesehen, als ich mich eingeloggt habe. Ich dachte kurz, ich könnte wieder laufen, weil mein Charakter stand, aber er hat sich dann sofort hingelegt. Ich versuche wegzukriechen, aber der Zombie wird mich gleich töten. Na komm, hast du es bald? Ich lebe ja immer noch. Mensch, Zombie, gib Gas. Also jetzt verstehe ich langsam die Steam-Community. Die Zombies könnten durchaus noch stärker sein und vor allen Dingen könnten es mehr sein. Ich meine, ich krieche jetzt gerade lang und ich habe einen Zombie jetzt angelockt. Einen. Das ist ja ein bisschen wenig, finde ich. Es könnten ruhig ein paar mehr sein. Vielleicht kann ich ja noch ein paar mehr anlocken. Der eine scheint das hier nicht wirklich geschissen zu kriegen, mich zu töten. Ah, Mann, das war ärgerlich mit dem Bug, dass ich mir die Beine hier gebrochen habe. Jetzt hört mein Charakter auch noch an zu schreien. Kann ich die Leiter hoch? Kann ich mit gebrochenen Beinen... Ja, wobei, gebrochen sind meine Beine eigentlich nicht. Ich kann gerade nachgucken. Nö, also offiziell sind meine Beine nicht gebrochen, aber ich kann trotzdem nicht hier, ne? So, ich versuch mal da hochzukommen. Ich habe F gedrückt. Lol. Ich kann echt die Leiter hochklettern. Wie geil ist das denn? Habe ich jetzt echt überlebt? Ich habe auch nichts zum Verbinden. Das ist natürlich... Moment, ich muss irgendetwas... Scheiße, hier, komm, Säge, machen wir einen Abgang. Verdammt, kann ich das Ding nicht zerreißen irgendwie? Das kann ich auch nicht zerreißen. Verdammt, ich werde jämmerlich verbluten. Kann ich hier nichts irgendwie... Kann ich das Ding nicht zerreißen? Kann ich das Ding nicht ablegen und dann... Irgendwie... Eine Hose kann ich nicht zerreißen. Kann ich das Ding auch nicht irgendwie zerreißen? Doch, hier, Tier and Warps. Hier, komm. Use. Boah, Alter, überlebe ich das etwa? Scheiß die Wandern. Ich überlebe das. Komm schon. Nice. So, tja, was haben wir denn hier noch? Ruin. Kann ich das irgendwie damit verwenden? Hier genau, Patch. So. Ist immer noch Ruin. Was nun war? Patch. Ach so. Oh, ich soll vielleicht mal unten links lesen. Das kann nicht mehr verwendet werden. Natürlich nicht. Die Rags. Kann ich hier nicht reinziehen? Warum? Weil meine Hose kaputt ist oder wieso? Tja, kann ich hier überhaupt dann irgendwie was noch mit... Kann ich die Map überhaupt noch aufmachen? Also kann man die Map noch benutzen? Die Map kann man tatsächlich benutzen. Ja, wir sind aktuell hier im Fabrikgelände. Tja. Boah, ich bin echt überlegen, hat das überhaupt noch Sinn? Hat das überhaupt noch Sinn? Alter, der kann echt nicht mehr gehen, der Junge. Ja, ich bin durstig. Hier, komm, trink das mal. Kann ich auch nicht mehr trinken. Kann ich das eigentlich wegschmeißen? Alles wund, kann ich alles wegschmeißen, außer die Map, die kann man sich immerhin ja nochmal angucken. Das Ding kann ich auch wieder einstecken, ja komm. Tja, die Wags behalte ich jetzt einfach mal in meinen Händen. Ich bin überlegen, ob ich mich einfach darunter stürzen sollte. Ich müsste sogar rückwärts kriechen. Kann ich mich bei den hinknien? Ich kann mich tatsächlich hinknien. Ich kann mich nicht... Ne. Alter, das hat doch keinen Sinn.
So, drehen wir uns mal. Ach, da jetzt auch nur runter. Scheiße, komm, dann kriegen wir mal hier oben ein bisschen lang. I feel thirsty, ja. Ich glaube, ich stürze mich gleich hier runter. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe den unmöglichen Zombie-Angriff durch eine Leiter-Wegsneak-Aktion überlebt. Konnte mir den Pulli in Bandagen zerreißen und mich verbinden. Na komm, krieg ich weiter. Aber ich werde hier nicht mehr lebend runterkommen. Na komm, ich kletter das einfach mal hier runter. Und wenn es das gewesen ist, dann ist es das gewesen. Ich krieche. Und ich habe den Zombie... Habe ich den Zombie ernsthaft... Habe ich den ernsthaft ausgetrickst? Wie geil ist das denn bitte? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den Zombie ernsthaft abhänge. Ich dachte, der läuft jetzt einfach unten her. Und dann war es das. Ich kriege mal in die Lagerhalle, wenn ich den darf. Dumm, dumm, du dumm. Boah, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Mein Bild ist fast nur noch schwarz-weiß. My leg is in pain. Ja, das ist schön für dein Leg. Oh nein. Oh nein, da ist er wieder. Moment, das ist eine andere, oder? Oh nein, jetzt blute ich wieder, ey. Bandagier dich, auch wenn es keinen Sinn macht. Bandagier dich. Aua. I'm no longer bleeding. Sehr gut. Aua. Aua. Alter, wie lange brauchen die Zombies bitte, um einen zu töten? Ich krieche einfach mal gemütlich lang. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendetwas Interessantes. Vielleicht eine Waffe, mit der ich nochmal kurz rumballern kann, bevor ich verrecke, Alter. Wie ewig lange braucht die bitte, um mich zu töten? Ich sehe schon gar nichts mehr. Ich kriege einfach mal weiter. Oh, ich glaube, das war's, oder? Bin ich tot? Kann ich neu anfangen? Bin ich tot? Ich bin auf jeden Fall ohnmächtig. Ich denke mal, der Zombie isst mich jetzt gerade. Na komm. Ich drücke mal ein paar Tasten, mal gucken, was passiert. Ich bin ohnmächtig. Und ich bin weiter ohnmächtig. Ja, könnte ich jetzt mal langsam bitte sterben? Ach ja, die Chance kann ich eigentlich nutzen, um zu sagen, es kam ein neues Update für DayZ raus in den letzten Tagen. War ich ziemlich überrascht. Es gibt mal wieder, glaube ich, ein paar neue Städte. Sie haben ja schon in den letzten Update zwei neue Städte, glaube ich, im Nordosten hinzugefügt. Ganz oben rechts quasi. Jetzt haben sie wieder ein paar neue Städte dazu gepackt. Also ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und dann haben sie noch ein paar Bugs gefixt, ein paar neue Waffen hinzugefügt. Ich glaube auch wieder ein paar neue Granaten oder so generell. Ich finde, sie könnten aber mal wirklich wieder mehr in Richtung Survival gehen. Also die Zombies, die müssen auf jeden Fall noch stärker werden. Die müssen auf jeden Fall noch viel, viel mehr werden. Weil ansonsten wird das echt immer stärker zu einem PvP-Spiel. Was es ja nun leider... hallo, kann ich hier irgendwie... Ja, was es ja nun leider irgendwie wird durch die ganzen Call of Duty oder Battlefield-Kiddies, die hier DayZ spielen, die nicht checken, dass es ein Survival-Spiel ist, sondern einfach nur auf PvP gehen. You are dead. Oh mein Gott, endlich. I'm dead. Yes, I'm dead. Oh mein Gott. Ja, ich spiele DayZ ja zum Glück ganz anders. Ich spiele das ja im Survival-Stil. Ich finde das auch übrigens komisch bei anderen Let's Playern, wo ich zum Beispiel das Spiel The Forest gerade gucke, was ich ja selber nicht besitze, aber ich gucke das gerne bei anderen. Dort in der Community, da stechen immer mal so wieder solche Experten raus. Jetzt wird mir das ja langsam zu blöd hier. Ja, ich möchte gerne respawnen. Ja, ich möchte respawnen, bitte. Danke, endlich. Ja, bei den anderen The Forest Leuten, wo ich die Let's Plays gucke, also von anderen Let's Playern einfach nur,
dort fallen mir immer mal wieder solche Experten in der Community auf, die fordern, los hier, jetzt geht doch mal auf die Kannibalen los, komm, wir wollen Action sehen. Die Leute scheinen auch nicht zu begreifen, was ein Survival-Spiel eigentlich ist. Ich meine, in einem Survival-Spiel geht es nicht darum, andere Leute so viele andere Leute, wie es geht, zu töten. Nein, es geht darum, zu überleben. Verdammt nochmal. Und wir sind gespawnt. Wir sind neu gespawnt und ich habe keine Ahnung wo. Aha, hinter mir ist ein Wald. Okay. So, tun wir mal hier. Standardmäßig die Batterie, die Taschenlampe. Die Taschenlampe schmeißen wir weg. Das Ding ziehen wir uns aus und zerreißen es natürlich direkt. Tier in Wax. So, und wir haben eine rote Kette. Sehr gut. So, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin auf jeden Fall im Wasser. Das bedeutet eigentlich... Genau, drink water. I feel damp. Wet. Oh, ich sollte vielleicht mal hier rausgehen. Könntest du bitte... Achso, der ist noch nicht mit dem Trinken fertig jetzt. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau, dass ich eine Runde schwimmen gehe. Oh. Ja, das ist in der Standalone auch so, diese Statusveränderung. Könntest du bitte... Danke. Okay, irgendwie habe ich gerade mal wieder... Da könntest du bitte... Ja, danke. Ja, aber geil. Ich bin hungrig. Durstig bin ich jetzt erstmal nicht mehr, weil ich was getrunken habe. Könntest du bitte auf zu gehen? Was macht der? Was habe ich hier gedrückt? Warte mal, ich muss mal da irgendwie... Wieso schleicht meiner so komisch? Wieso geht meiner so normal? Egal, komm. So, wo sind wir? Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir sind. Und Spaß, ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr normal joggen. Was habe ich denn jetzt wieder gedrückt, ey? Das ist ja zum Kotzen, ey. So, egal. Wir haben endlich ein neues Leben. Wir können wieder laufen und jetzt soll alles besser werden. Alter, könntest du bitte weiter rennen? Dankeschön. Komm, du schaffst aber diesen Hügel hochzurennen. Willst du dich verarschen? Renn da hoch. Junge, rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ohne Spaß. Renn, du Missgeburt. Was ist denn los? Na endlich. So, wo geht's hier rein? Ich probiere es mal auf der Rückseite. Ich brauche auf jeden Fall etwas zu essen. Getrunken habe ich gerade. So, komm hier rein. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendetwas? Muss doch irgendwas drin sein in diesen Gebäuden. Alter, warum leckt das hier gerade so? Hat der Server hat irgendwie eine schlechte Verbindung? Und wieso kann ich nicht mehr... Alter, ohne Spaß. Das geht mir voll auf die Eier, dass ich nur so normal gehe. Na gut, dann gehen wir halt nur so normal. Was haben wir hier denn? Ein verrottetes... was war das? Egal. Irgendwas Verrottetes auf jeden Fall. In der Küche war ich schon. Moment. Vielleicht mal zweimal Alt drücken. Nö, vielleicht mal einmal Steuerung. Zweimal Steuerung. Okay, jetzt kann ich mich noch nicht mal... Alter. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr in die Richtung gehen, in die ich gucke. Was habe ich denn jetzt eingestellt, Alter? Ohne Spaß, ich muss mal einen ganz kurzen Cut machen. Ich habe ja gerade irgendetwas verstellt. Bis sofort.